Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Das ist ein sehr nah Close-up von diesen nicht sehr gut gerenderten Steinen. Vielleicht sollte man hier nicht so nah an die Sachen heranzoomen, ne? Von Weitem sieht es aber alles gut aus, ne? Gut. Ja, wir sind hier immer noch in der Coral-Region. Wir nähern uns so ein bisschen dem Ende hier von den ganzen Sachen, die wir ja machen müssen, ne? In der letzten Folge haben wir ein paar Kämpfe gemacht. Hier die ganzen Kämpfe, die muss ich ja noch mal wiederholen, weil ich hier nicht alle Bonusvoraussetzungen erfüllt habe. Was ein bisschen schwierig sein könnte, weil einige von denen waren ziemlich heftig, ne? Nicht betäubt werden, nicht verschluckt werden von so einem blöden Sandwurm und so. Bäh. Ich weiß gar nicht, wie ich da anstellen soll. Und ja, alles, was wir eigentlich noch übrig haben, sind hier einige Kampfsimulator-Sachen. Die Proto-Substanz, Proto-Materia, wie auch immer das hieß, Quest. Und hier den Tomberry-König, den wir für Johnnys Quest erledigen müssen. Ne, das haben wir letztes Mal freigeschaltet. Habe ich den Dings? Muss ich nochmal checken. Alles klar, gut. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mit dem Tomberry-König an und klauen den seine Krone, ne? Weil, warum nicht, ne? Was kann denn da schon schief laufen? Irgendwie will ich hier hochklettern. Hier ist doch bestimmt irgendwann, ne? Pass auf. Hier so versteckt oder so, ne? Obwohl Schatzruhen scheint irgendwie nicht hier so aufzutauchen, außer wenn man, weiß nicht, so ein Bleh. Springt da eiskalt runter, außer wenn man hier, weiß nicht, so eine Dings hier, so eine Schatzstätte oder so findet, ne? Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ich könnte schwören, ich habe auch schon mal außerhalb von diesen Dingern Schatzdrohnen gefunden, ne? Nicht, dass ich irgendwo so eine super geile Schatzdroh irgendwo mal verpasse, ne? Da ist irgendwas Geiles drin, ne? Aber ich werde sowieso ja noch mal rumrennen irgendwann, nachdem ich alles erledigt habe. So, jetzt müssen wir uns erstmal hier, wo ist dieser Ort, wird irgendwann wichtig. Hier müssen wir ihn nämlich anlocken, ne? Cloud, es scheint, als hättest du das Versteck des Tomberry-Königs gefunden. Meinst du nicht auch, dass dir seine Krone viel besser stehen würde als ihm? Ja. Yeah. Los, die schnappst du dir doch mit links. Ich schnapp mir die nicht nur mit links, ich schnapp mir die auch mit rechts. So, dann gucken wir mal, ne? Die Kämpfer haben es normalerweise mal ein bisschen in sich. Ich habe halt mit dem Team hier schaffe, ne? Yuffie und Kid Sif. Und gucken wir mal. Wird schon schief gehen, ne? So. Also, Tomberry. Gott, der ist ja riesig. Königliche Behandlung. Was machst du da? Da gar nichts an Schaden. Vor langer, langer Zeit gab es auf diesem Kontinent ein Königreich. Auf Nummer 7. So, okay. Gar nichts gegen den wirksam. Ein riesiger Tombe, der in einem verborgenen Winkel der Kohlwüste lebt. Füge den König eine bestimmte Menge an Schaden zu, während er seinen Angriff des Ziels, während seine Angriffe das Ziel verfehlen, um ihn schockanfällig zu machen. Wenn dieser Zustand seine Krone verliert, kannst du sie stehlen. Oh. Eine Sekunde. Habe ich mit Yuffie klauen? Ich glaube nicht, ne? Halt. Das interessiert mich jetzt gerade. Ich habe das Gefühl, könnte lustig werden. Yuffie, nimm mal kurz. Da wäre natürlich super gut, ne? Muss ich den dann überhaupt nicht erledigen? Hm. Ich werde den so oder so erledigen, aber so, ich will einfach nur stehlen. Ne? Ich habe 3 Stehlen. Boah, brauche ich doch gar nicht. Na, was machen wir nochmal? Weil das klingt irgendwie lustig. Ich kann in die Krone stehlen während des Kampfes. So, Tomberry sind auch sehr berühmte Monster in Final Fantasy, ne? So nebenbei. So wie die Kaktoren. Ja, für ihn kann ich bestimmte Menge Schaden, so um ihn noch schon fehlen. Wenn in diesem Zustand seine Krone verliert, kannst du sie stehlen. Er benutzt einen Spezialangriff, der es unmöglich macht, wiederbelebt zu werden. Oh Mann. Ich dachte erst, er kann sich selber wieder. Autsch. Oh, 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 oh. Oh nee. Kann ich dich echt nicht wiederbeleben jetzt?
Ach, was doch. Hey. Alter. Ja, okay, Tomberys sind bekannt dafür, sehr hart zuzauen. Ich glaube, schaust du ja gerade den gleichen Kampf an wie ich? Oh Mann. Nein, lass mich. Also ja, wir scheinen ja so gleichen Regeln einzuhalten wie in einigen anderen Final Fantasy Spielen. Man muss sich von Tomberys fernhalten. Geh auf Entfernung. Sie ist wahrscheinlich jetzt wieder tot, ne? Okay, solange er mir nicht zu nahe kommt, ist er eigentlich in Ordnung, ne? Ich habe gesagt, ich bräuchte hier lieber Charaktere wie Barrett oder so, ne? Aber ich kann ihn nicht wieder blieben, ja, super. Oh, ich sehe auch, geht halt irgendwann weg. Habe ich mit dir diesen Konterfeuer, ja. Juri, geh weg. Nein. Ich will mich gar nicht hier nähern an den Typen, ey. Was soll ich denn ja machen jetzt? Royale Raserei. Das Königsgefolge, willst du mich auf den Arm nehmen? Der Sport normale Tombi, willst du mich auf den Arm nehmen? Oh nein, der angriff mich jetzt. Ach komm schon, da konnte ich nicht kontern. Gewesen halten die nicht so viel aus. Zieh dich zurück. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, wie ich den Kampf hier machen soll, vernünftige. Also muss ich jetzt einfach die ganze Zeit hier den machen, oder was? Okay, das bringt nichts gegen den. So, ich kann aber nicht hier klauen, während er hier. Nein. Nee, Juffi scheint hier die ganze Zeit am Leben zu bleiben, weil ich kann Kitzef jetzt ja gar nicht mehr wieder ableben, die ganze Zeit nicht. Anscheinend. Er tut die ganze Zeit hier Leute wieder ableben. Rufen. Gott. Ein bisschen antiklimatisch dieser Kampf. Ja, was soll ich ja machen, ne? Wie viel kannst du von ihm klauen? Stehen jetzt nicht möglich, also fahr. Oh nein. Oh, kann ich irgendwas machen? Oh. Ja. Ich hatte einer von uns war jetzt gar. Weil mal auf die Leute hier die ganze Zeit zu. Ausgezeichnet. Stylisch ich auch, zwei. Jetzt die ganze Zeit, ich kann nicht Yuffie steuern, weil sie dann weil Cloud dann direkt auf den wieder losgeht. Ja, ihr könnt es schaffen, stets zu diensten. Oh Gott, Yuffie,
Stehlen, stehlen, stehlen. Prächtige Krone. Hä? Wo ist meine Krone? Ich hoffe, die prächtige Krone hatte nicht auch irgendwie einen Eintrag. Ah, Gott. Nein, komm schon. Juffi, Claire. Kann ich glaube wieder bleiben? Ja, kann ich, glaube ich. Nein. Aua. 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 Du Sack. Nein, er hat den. Oh, jetzt hat er ihn ja. Nein. Kann ich mal wieder was machen? Hallo? Oh Gott, ich bin sowas von tot. Oh Gott. Juffi, du musst jetzt klären, ja. Was mein fertig? Juffi ist auch sozusagen die einzige, die noch Erfahrungspunkte braucht. Also gar nicht so schlimm. Oh nein. Oh, komm. Ich hatte es doch. Ich hatte ihn noch mal. Ah. Ich hatte ihn noch so gut wie. Okay, kleine Teamzusammenstellungsänderung hier, nehme ich an. Das ist wieder blöd, dass ich hier Cloud im Kampf rein haben muss. Ich könnte hier jetzt irgendwie Aeris, Yuffie und Barrett hier reinpacken im Kampf, ne? So. So, Barrett, du kommst definitiv frei mit Fernangriffen. Am liebsten würde ich anstatt. Ich muss ja Yuffie reinnehmen wegen. So, versuchen wir nochmal. Barrett kann den die ganze Zeit abknallen. Da muss ich Cloud die ganze Zeit steuern, weil wenn ich ihn nicht steuere, dann ja, geht er wahrscheinlich die ganze Zeit auf ihn los im Nahkampf, ne? Und dann bin ich tot. So, Barrett, geh mal ein bisschen weiter weg. Ah, nein, nein. Ich kann ja provozieren oder sowas noch mit reinnehmen, ne? Aber was soll's. Na, bald weich aus. Schaffst du, ne? Ja, aber guck mal. Guck mal. Oh, guck mal, wie er ausweicht. Wie er am Rollen ist. Na, ich muss ein bisschen aufpassen hier auf meine Kacke. Juffi. Ah. Nein. Ah, sogar der Angriff. Aha. So, schnell wieder bleiben. Ich habe gemerkt. Ich habe nämlich gemerkt, der macht diesen Zustand auf unsere Charaktere, wenn die tot sind. Oh mein Gott. Also meine Charaktere sind tot und dann tut er die irgendwie, weil er nicht hier diesen Zustand hier bearbeiten. Das kann man nicht machen. Gut, auf mich, okay. Leute, immer schon angreifen. Nein, nicht so. Ich kann mich hier nicht nähern. Ne? Ich kann nicht näher an ihn herangehen. So, warte mal, wenn ich Plasma in Ladung mache. Sicher. Da macht aber nicht bei ihm, ne? Na. So, klappt das so, ja? Ich meine, ist voll langweilig der Kampf, finde ich gerade, aber das ist das Einzige, was ich machen kann, ne? Immer schön ja Fernkampf. Will ich mal in den Nahkampf gehen und dann macht er das. Ich muss mal Leute hier heilen.
Leute. Ah. Nein, du solltest doch jetzt nicht. Boah. So, Twin sofort hier wieder beleben. Der hat, ich wollte gerade zu ihm hinwechseln und Cloud wieder beleben, ne? Und da hat er direkt hier sein Dings eingesetzt, hier sein. Nein, ey, komm. Gibt's da jetzt nicht mal? Nein, ey, ich will doch gar nicht auf. Nein, hier Säcke. Oh, Leute. Ah, da, und Yuffie ist gerade tot. Also wunderbar gerade. Jetzt hat er seine Krone gleich wieder. Nein, das gibt's jetzt nicht, ey. Nein, ich, oh, hat er wieder seine. Gibst du einfach nicht, ey. Ah, jetzt kann ich in die Kohle nicht stehen. Das gibt's nicht. Ey, das gibt's jetzt nicht. Ach, ach komm schon. Ey, so ein dämlicher Kampf hier gerade. Ah, ah, ah. Da haben wir jetzt verbeulte Krone. Nein, ich weiß genau, was das bedeutet. Ich weiß genau, was das jetzt war. Ja, ich hab's gewusst. Was meinst du, ob Johnny auch mit so einem Teil zufrieden wäre? Oder sollten wir es lieber noch mal versuchen? Kann ich dort? Wie kann man noch mal wiederholt? Ich möchte sogar tatsächlich noch mal versuchen, ganz ehrlich. Oh Mann. Ach. Kann ich mich hier hin teleportieren? Ja, da ist aber noch ein Dings hier. Na gut, dann gehen wir noch mal zurück, heilen uns und machen das noch mal. So, diesmal muss ich nicht Analyse ja einsetzen, ne? Hat die Krone auch extra an Analyse Dinge, nee, nee. Kronpilz, nein, fast. Tumble König. Ja, gut, die Tumbles, die haben sich im Design gar nicht verändert, ne? die sahen schon immer so aus. So. Dann machen wir halt noch mal, ne? Und kloppen uns noch mal mit dem Burschen, nehme ich an. Weil der Kampf voll dämlich irgendwie ist, ne? Habe ich irgendwas, was hier gegen sofortigen Tod schützt? Ich habe doch bestimmt irgendwie sowas, ne? Pass auf. Wenn der Charakter erhöht Erfolgsrate beim Stehen, glaube ich nicht, ob wir brauchen. Analyse, Frost, Glut, leicht auf, vor Waffen, Fertigkeit. Naja, das ist ein bisschen doof. Vor Schlaf, Gemach, Stopp, Stopp wäre eigentlich auch da. Wenn es vollständig geschützt werden, jetzt kam es vollständig von Zustand Versteinerung. Nehmen wir das, ne? Und dann klappen wir uns nochmal mit dem Typen, ne? Aber diesmal klauen wir ja die Krone, ne? Ich kann mich ja hin teleportieren, oder?
Gott sei Dank. So. Gut. Ich habe schon gedacht, wäre irgendwie zu einfach, warum bringen die irgendwie diese Mechanik rein, die Krone zu klauen, wenn man den auch einfach besiegen kann und die abnehmen kann, ne? So. So, Leute, ein bisschen weiter nach hinten. Nein, 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 nein. Ich wurde beinahe ja voll in den reingeschubst von irgendjemanden. Na. Ich meine, ich kann eigentlich nur das machen, ne? So, Juffi, spar mal ein paar ATB, ne? Statt die jetzt zu verballern. Ah, Gott. Ich muss ich auch erledigen. Ich wollte diese Dinger ja kontern. Juffi, geh weg da. Ja, perfekt. So, warte mal. Cloud, kannst du die Krone analysieren? Ich weiß nicht. Die Krone, die normalerweise das Haupt des Tombay-Königs zieht. Sie kann mit Stehen entwendet werden. So, dann her damit. Meine... Ja! Ich bin gut, dass die Charaktere automatisch ausweichen. Ja, dein Krone ist weg, ne? Die gehört jetzt mir. Die setze ich mir jetzt auf den Kopf. Ja, der Kampf ist jetzt irgendwie viel chilliger als vorher. Wieso? Gott. Nein, das hat nicht gereicht. Aua! Wieder Sack. Mach den Platz. Okay, gut. Alles klar, cool. Jetzt haben wir zwei Kronen. Ausgezeichnet. So, ich weiß nicht, warum ich das Menü jetzt hier nicht aufrufen kann. Cool. Sag mal. Kann ich entscheiden, welche Krone ich ihm gebe? Hm. Ja, verbeulte und prächtige Krone. Ja. Die den Tombay-König gewaltsam entwendet wurde. Kann ich den immer wieder bekämpfen für unendliche Kronen? Oh. Na, no, Johnny. Ich weiß, es hat ein bisschen gedauert, aber wir haben deine Krone. Ich weiß nicht mehr genau, wofür du die brauchtest, aber hier bitte. Wow, du hast es wirklich geschafft, den Tombay-König zu schlagen. Ja. Hätte ich auch einfach nur die Krone klauen können und dann wegrennen können. Hast du die Krone? Ja. Beschädigte Krone, eine prächtige Krone. Ja, hier, nimm die. Hier, meine, das ist dafür da, um die Quest hier vollständig perfekt abzuschließen, ne? Und einige Quests sind irgendwie markiert mit Sternchen und einige nicht. War harte Arbeit, die zu beschaffen. Brauchst also nicht mit Dankbarkeit zu geizen. Richtig. Gute Einstellung, Juffi. Zu unserem Hotel pilgern, um sie zu sehen. Das muss ich mir sofort zeigen. Das muss ich mir sofort sagen. Ich werde bestimmt voll beeindruckt sein, sobald ich das sehe. Wollen uns schließlich erkenntlich zeigen. Ja. Ich kann kaum abwarten, bis ich diese Krone zu Gesicht bekomme. Gut. Boah, oh, schon lange nicht mehr hier gewesen. Kann ich mich dahin teleportieren? Nee. Ich bin da teleportieren? Nö. Ich kann mich nicht zu dem Hotel hin teleportieren. Nein. Ich glaube, wenn ich mich hier hin teleportiere, dann. Warte mal, da ist ein Ausrufezeichen. Bei dem einen Minispiel.
Ah ja. Aus dem Weg, Leute. Jetzt komme ich wieder. Aus dem Weg. Ja. Oh, nein. Aus dem Weg, ihr Knirpse. So, hier ist ein Ausrufezeichen. Kann ich, habe ich da jetzt absteigen? Kann ich da jetzt was Neues machen? Erst mir war ja Gold so sein nämlich auf aufgefallen. Okay, Materia Ohrring, okay. Luft. Habe ich das nicht schon erledigt? Ich könnte schwören, ich hatte das schon mal erledigt. Bis zum nächsten Mal, Landratte. Anscheinend nicht, ne? Also Ausrufezeichen markieren, glaube ich, so Sachen, die man noch nicht abgeschlossen hat. Bei der Goldsoße. Ich habe mal einen kleinen Abstecher in der Goldsoße gemacht, um einfach nur zu gucken, mich so vorzubereiten. So, ah, wo findet man hier, weiß nicht. Bei mir wurde ja irgendwie gesagt, ich kann ja neue Sachen in der Goldsoße machen. Und da wollte ich mal, weiß nicht, kurz da vorbeischauen, ne? Und ja, da sind ein paar neue Sachen in der Kampfarena und so erschienen und hier in der Blut der Königin Ebene. Wow. Ich wusste nicht, dass man hier hochklettern kann. Keine Ahnung, ich habe einfach nur vorbeigeschaut, um mich hier so vorzubereiten für den nächsten Part, ne? So, wenn ich da hingehe, passiert da irgendwas. Oh Gott. So, Belohnung. Kalt, Bruder. Alle meine Jungs sind wieder da. Yay. Ich hab gehört, was du Großartiges geleistet hast. Ich schulde dir was, Mann. Und jetzt? Soll ich sie alle wieder verschwinden lassen? Moment, warte noch. Der Umbau des Hotels ist gerade in vollem Gang. Ich hätte sonst echt Personalmangel. Außerdem will ich das ganz alleine schaffen. Nur ich und ich und ich. Und etwas Hilfe von ich. Wir alle. Hab euch doch gesagt, dass mein Hotel das Beste in ganz Costa del Sol wird. Ach, was sag ich? Das Weltbeste. Und deswegen brauche ich noch etwas Zeit. Okay. Und jetzt ist es Zeit für meine Belohnung. Aber sehen wir jetzt echt einen Umbau hier? Kommt, zeig her. Riesenvilla. Nice. Rufus. Oh, komm, hier meine ganzen Sachen in, die ich hier sammle. Oh, guck mal. Sind das alle Schwerter? Oh, das ist richtig geil. Man sieht alle Waffen von allen Charakteren. Oh, das ist ehrlich gesagt ziemlich geil. Jetzt fast nicht wiedererkannt. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Sehr richtig. Und bedank dich auch bei den Jungs. Ohne meine Ninja-Künste wärst du aufgeschmissen gewesen. Ich danke euch, Jungs. Ach, komm schon. Auf uns Johnnies kann man schließlich bauen, oder? Das ist eine Truhe. Genau. Eine rote Truhe. Aber es ist eine rote Truhe. Und ohne dich wäre hier gar nichts gelaufen. Du bist ein großartiger Anführer. Wir sind alle mächtig stolz auf dich. Ja, wir sind alle mächtig stolz auf dich. Ja, wir Johnnies halt. Naja, ist ein Einsatz verpasst. Gemeinsam können wir alles überwinden. Was das angeht, das Strandhotel ist ja jetzt fertiggestellt. Wir werden uns also so langsam verabschieden. Was? Den Rest musst du allein schaffen, Johnny. Johnny? Johnny, du packst das auch ohne uns. Johnny? Mach's gut, Johnny! Johnny! Am Anfang fand ich ihr ständiges Gebrabbel einfach nur schrecklich nervig. Aber nach einer Weile sind sie mir unglaublich ans Herz gewachsen. Mist. Sie fehlen mir jetzt schon. Lässt dich am meisten Johnny. Den werde ich ganz doll vermissen. Bruder, du stehst doch gerade erst am Anfang. Recht hast du. Wir haben dieses Hotel gemeinsam aufgebaut. Und jetzt muss ich dafür sorgen, dass es ordentlich läuft. Das bin ich den anderen schuldig. Oh, nichts kann mich aufhalten. Einer von dir ist mehr als genug. Du bringst mich in Verlegenheit. Gott, die Johnnies. Das stimmt ja.
Ich habe Platz geschaffen, um deine Sammlung auszustellen. Solltest du irgendwo seltene oder besondere Gegenstände finden, bringst du ja. Ich revanchiere mich natürlich entsprechend, wenn ich sie hier ausstellen darf. Ja. Ich sag's dir. Irgendwann stehe ich mit meinem Strandhotel. Jetzt kann ich mich dahin teleportieren. Jeder, der hier einkehrt, kann sich auf Gastfreundlichkeit und den stets gleichen Komfort freuen. So wahr ich hier stehe. Wagt es ja nicht, woanders zu übernachten, wenn ihr in Costa del Sol seid. Fühlt euch immer wie zu Hause hier. Alles klar, Johnny. Gewinne Minispiele oder erfülle verschiedene Aufgaben, um Exponate für die Ausstellung in Johnnys Strandhotel zu halten. Erworbene Exponate werden der Sammlung automatisch hinzugefügt. Dass sie momentan sein Ansehen sowie Hinweise zu den Fundorten weiterer Exponate. Welche Idee wird das Symbol angezeigt? Also worauf wartest du noch, Bruder? Auf geht's. Johnnys ein Sternhotel. Yay! Ja, meine Freundschaft mit Yuffie hat sich auch verbessert. Johnnys Sammlung, alles klar. So, was ist in dieser roten Truhe? Lila sind ja normalerweise Waffen, weil das ist rot. Dazu ist fest schon, aber wird hier etwas ganz Besonderes versteckt. Aufmachen. Boah. Okay, was willst du noch von mir? So, 26 von 88. Oh, da wird eine Quest sein, die mich hier verfolgt. Ne. So, jetzt habe ich da ein Sternchen. Bei einigen Quests habe ich nicht ein Sternchen, ne? Der Taum vom feinen Himmel. Das war wahrscheinlich, weil ich irgendwie das falsche Futter oder so ausgewählt hatte, ne? Man hat ja irgendwie am Ende so eine Wahl, verschiedene Sachen auszuwählen. Und ja, ich habe irgendwie das falsch ausgewählt. Da habe ich, glaube ich, keinen Stern bekommen, ne? Da habe ich nur einen Haken bekommen. Also muss man diese auf eine bestimmten Art und Weise hier erledigen. Ich hoffe, man kann die... Im ersten Teil war es ja so, man konnte ja die ganzen Kapitel nochmal erneut spielen, ne? Ich weiß nicht, ob das hier der Fall sein wird, ne? Weil sonst habe ich schon ein paar Sachen hier vermasselt, ne? Ich hoffe, er hat jetzt hier nicht irgendwas vermasselt, ne? In Sachen Quests und so, ne? Na, zeig mal. Ufus. Okay. Das ist ziemlich cool gemacht. Hat die ja so im Offenen liegen. Weiß ich nicht, ob mir das gefällt. Das ist doch wie in Final Fantasy 16, ne? wo in Clives Raum auch irgendwie so Sammlerstücke irgendwie drin waren, ne? Ja, und die Bilder sollen irgendwie so Tipps sein, ne? Nehme ich an. Blut der Königin, nehme ich an, ne? Hier ist mit den Sit-Ups. Weiß nicht, ob ich das machen werde. Ja, da waren die Kämpfe hier in der Gold Saucer. Plüschtiere, genau, ich habe noch nicht alle Plüschtiere. Hier ist die Krone. Das hätte ja auch die Verbeulte sein können, nehme ich an, ne? So, jetzt bin ich mal hier. Ich habe nämlich gesehen gerade. Guck mal, die ganzen Waffen werden hier ausgestellt. Geil, ne? Den Knüppel habe ich aber nicht. Oder? Habe ich so einen Knüppel? Was war das denn? Ne? Oder bin ich mir nur ein? Was sind da Waffen aus dem ersten Teil? Da könnte vielleicht sogar sein. Waffen kommen mir nämlich nicht bekannt vor. Ich glaube, das sind sogar Waffen aus dem ersten Teil. Wenn ich mich nicht irre. Okay, cool. Schade, ich dachte, jede Waffe, die ich jetzt erfinde, wird jetzt hier so eingelagert, wenn ich ihn nicht ausgerüstet habe. Aber Yuffie hat jetzt hier ihre Waffen. Und sie war ja im ersten Teil nicht. Da sind die Stäbe von Eris. Den hat er aus dem ersten Teil. Jetzt kommt gerade aus der Dusche. Sag mal, hier ist niemand. Noch hier. Oder? Sind da tiefer als Handschuhe? Ja. Ja. Die anderen kriegen gar keine Räume, ne? Ja, kannst ja echt einige Sachen ja verpassen, leider, ne? Vor allem, wie das ablaufen wird, ne? Da gibt es wahrscheinlich irgendwie so ein... Man kann wieder die Kapitel alle wieder neu spielen, oder wie läuft denn das dann ab, ne? Ich glaube nicht, dass ich die Nebenquests nochmal neu machen kann, ne? Ah, was soll's, ne? Wenn das
Das ist ja erstes Spiel auf, ne? Ist ja klar, dass ich einige Sachen nicht perfekt erledigen kann, ne? Wenn man es noch mal ändern kann, dann ja, werde ich es auf jeden Fall machen, aber wenn ich dann, ja, was soll ich machen, ne? Hier sieht irgendwie so aus, als könnte hier noch viel erkundet werden. Irgendwo hier war so eine Tür, aber da konnte man nicht rein, glaube ich, ne? So, warte mal, gibst du mir eigentlich irgendwie, du hast sowas gesagt, du entschädigst mich, wenn ich dir Zeugs gebe. Gibst du mir irgendwas? Nö. Ja, meine Sachen. Johnny, mach die Truhe auf. Boah. Da bin ich mal gespannt. So. Gut, dann sind wir hier fertig. Ich habe gedacht, da wird noch ein bisschen schwieriger hier und hält uns noch ein bisschen länger beschäftigt. Ich würde sagen, wir machen dann hier noch in der Gold so einen kleinen Abstecher. Weil da habe ich gesehen, nämlich, was uns hier noch fehlt. Da können wir auch direkt noch ein paar andere Sammlerstücke hier erwerben, weil man kann ja mit Goldpunkte welche kaufen. Oh Gott, zu nah. Und zwar, ich glaube, im Chocobo Square sind jetzt neue Sachen, im Battle Square. Gehen wir mal zum Battle Square. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir jetzt hier so noch vielleicht schaffen könnten. Ich habe mich da mal umgeschaut. So. Erst einmal will ich den Shop suchen. Da haben wir den Shop. Obwohl, ich glaube, man kann ja auch Karten kaufen, ne? Ich glaube, ich will dann erst die Karten. Bomberplüschtier, nehmen wir das. Komm. Materialismus. So, das haben wir auch noch nicht. Loveless. Okay, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Ja. So, und hier ist nämlich auch ein Ausrufezeichen, ne? Und das bedeutet jetzt was Neues, ne? So, und zwar habe ich gesehen hier, Sechserkampf, denn sie wissen nicht, was ich gehört. Können wir den mal versuchen? Level 33, wenn wir es schaffen. Gegenstände dürfen nicht eingesetzt werden, aber zwei Kämpfe. Zwei Dreiergruppen, okay. Alles klar. Dann nehmen wir Barret und Yuffie, dann nehmen wir Tifa, Red und Eris. Ich glaube, die Truppenkonstellation hat man schon letzten Mal hier in Chatleys Kampfsimulator, ne? Egal. So, wie schwer kann denn das hier alles schon sein, ne? Habe ich euch schon analysiert, ja. Komm mal her, Leute. Okay, das ist aber ziemlich easy ja gerade. Okay, da war ziemlich easy. Hey, die Musik kenne ich. Das war eins von meiner Intros im ersten Teil. Hier vom Walmart, ne? Walmart. Na, komm mal her, Leute. Aber ich werde direkt hier Gangster. Ich zeige mal einen richtigen Gangster hier. Okay, das ist aber ziemlich easy ja gerade. Mein Gott. Jetzt kommt die Springfaust. Mein Gott. Mein Gott, so schnell wie sie ATB auffüllt, ne? Ja, war es das oder kommen jetzt noch mal zwei Kämpfe? Wow, das war ja ziemlich easy. Dio im Hintergrund. Flex. Okay, das war ja wohl noch ziemlich easy. Da können wir noch ein bisschen weitermachen, ne? Wenn wir können. So, Überraschungstüte. Dreck am Stecken. Okay.
Na, tiefer RS 13. Ja. Gucken, wie stark die Gegner hier werden, ne? Wenn die genauso stark sind wie jetzt vorhin, dann wird das schon klappen. Ich habe ich auch schon, ne? Ja. Okay, Leute. Bonk. Ja, okay, die Kämpfe sind aber ein bisschen easier gerade. Bin ich ein Level unter denen. Okay. Mehrere Gegner, kein Problem. Ne? Das ist also nicht so ein Ding hier gerade. Aber okay. Und das Spiel meint, das ist, oh Mann. Ich glaube, da brauche ich Magie, ne? Das ist genau, was ich da mache. Einmal ein Cosmo, wie auch immer der Angriff hieß. Wow. Leute. Das ist aber ein bisschen zu easy hier gerade. Aber okay. So, kann ich wieder ein paar Punkte hier sammeln, um auszugeben, ja. So, 37. Hm, schaffe ich das? Keine Ahnung. Zeig mal, ne? Zeig mal, wie stark die Gegner hier sind. Jetzt haben wir irgendwie 5 Sephirots. Okay, zeig mal. So, Runde 1 von 2 steht auch da. So, habe ich euch schon. Ich sehe, ihr kommt gerade auf mich zu. So, ihr seid doch bestimmt schwach gegenüber Wind. Ne, die sind ja schon fast tot. Nicht übertreiben. Okay, Leute, das ist ziemlich easy. Wir kriegen voll easy Erfahrungspunkte hier. So, langsam soll ich mal gucken, ob ich den anderen, da war ja auch so eine Arena Herausforderung, die auch irgendwie Level 37 war oder so, ne? Vielleicht soll ich die auch mal versuchen dann, wenn ich mit dem Schwierigkeitsgrad hier zu kämpfen habe. Okay, oh, das könnte ein bisschen nerviger werden, ja. So. Warte. Blocken. Ne? Ich komme einfach hier rein. Dünn. Rechte Haltung. Perfekt. Oh Gott. So viel Teil, bitte. Oh Gott. Ah, er wurde auch da reingezogen. Sehr gut. Na, komm her, Subfüter. Oder auch nicht, dann machen wir Blutzahn. Was? Meiner, noch einer. Ja, hab ich deine Keule kaputt gemacht? Nee, die ist noch da. Oh mein Gott. Ins Gesicht. Ja, warum hätten wir so viel aus? Was das? So. Halt doch nicht so viel aus, Mann. Halt nicht so viel aus. Stirb, Gefäß. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, der Nero möchte, dass du stirbst. Und wenn der Nero sagt, du musst sterben, dann wirst du auch sterben. So, Rubin. Die Belohnung ist jetzt nicht so dolle, finde ich. So, schon wieder 37. Effizientes Blocken. Okay, ne, das hier war 39. Eiskalter Killer. Super Ether, Gassi mit Google. Chronik des Roten Kriegers. Hm. Also mal versuchen wir das mal. Gegenstände dürfen nicht eingesetzt werden. Oh, ich darf nur mit zwei.
Weiß nicht, Yuffie. Wie kann heilen? Nehme ich an. Also fern angreifen. Okay. Haha. Hey, warte mal, oder? Habe ich euch schon analysiert? Nee. Doch. Nee, meine ich doch. Gott. Oh mein Gott. Mein ATB tut sich so schnell auf. Mein Limit tut sich so schnell auf. Na, komm mal her, Leute. Ich weiß nicht, ob ich mir halt aufbewahren sollte oder nicht, aber was soll's. Ich muss sagen, ATB. Yuffie hat gerade ein ATB hier nicht. Au, Gott. Okay, die können ein bisschen nervig werden. Okay, diese Flammenwerfer-Typen sind ein bisschen nervig. Ah. Ja, alle auf einen Haufen, bitte. So, Cloud, Cloud, Cloud. Wenn er verreckt, dann kann ich ihn nicht wiederbeleben. Ich wollte schon sagen. So, wir kriegen sowieso MP wieder zurück, ne? Wir bleiben Flamme, packt ihn mal auf. Au! Und ich erinnere mich voll an diese blöden Typen von dem Fatui aus Genshin Impact, ey. Die einfach nicht aufhören mit den Flammenwerfern. So, Luffy, mach einige von denen platt, bitte. Egal wen. Ja. Ich muss schon sagen. Okay, Frame-Einbrüche hier, aus dem Grund. Aua! Oh. Heilen wir uns noch mal ein bisschen hoch, ne? Bevor wir in den nächsten Kampf. Verdammt. Ja, wir werden schon voll geheilt werden, ne? So, der Kampf war nervig wegen diesem Flammenwerfer-Typen. Genau wie diese Fatui-Gegner von Genshin Impact, die mit ihren blöden Eis- und Wasser. Flammenwerfer, Eiswerfer, keine Ahnung. Der Angriff wird irgendwie Millionen Jahre, ey. Ist voll nervig. Okay, der hier könnte ein bisschen nervig werden. Ja, wird schon klappen, ne? Ich muss mal kurz gucken. Was bist du? Eis. Okay, Eis, alles klar. Kann ich machen. So, Frost Ninjutsu. So, hast du Eis? Nö, warum auch, ne? Weißt du was? Warte mal. Gemach. Oh. Nicht bei sehr starken Gegnern, natürlich nicht. Ich bin also irgendwie zu wenig hier so Buff-Angriffe. Ich muss da kommt noch mehr. Danke, danke Cloud fürs Abwehren. Ja, von denen euch diesen Plasma-Entladung Angriff, ne? So, irgendwie kriege ich ja nichts an. Kriege ich den nicht gebrochen irgendwie. Okay, einmal kurz heilen, wenn es geht. Gott. Ah, ich dachte, ich habe noch nicht gebrochen. Komm schon, ich kann dich nicht schocken, während du diesen Angriff da in der Luft machst. Ja, nimm das, du Flöte. Ich weiß zwar nicht, wie das irgendwie ein Schimpfwort oder eine Beleidigung sein soll, aber okay. Yuffie operiert auf anderen Standard. Ja, sehr gut.
Machen wir den hier. Hat nichts gemacht. Ja, ich muss mich mal heilen, ey. So, Cloud, kannst du dich auch kurz heilen? Sehr gut. Ich will mich nicht hier heilen, während hier. Gott, der hält so viel aus, ne? Mann. Okay, so eine Dings zu rufen wäre nicht schlecht, aber wen, ne? Wer hat hier was? Ich weiß es nicht. Ja, Chocobo und Mogi, war das Yuffie? Na gut, ah, Yuffie hat gar keinen, ne? Oh, verdammt, ja dann, Chocobo. Warum nicht, ne? Kommen wir sonst nie dazu. Mein Gott, ihr Ding, ihr Ninjutsu ist immer noch aktiviert, ey. Warte, hast du irgendwie Heilung oder so? Mogi-Bombe. ja, ich werde nicht leisten. Ich muss mich heilen. Okay. Ich habe schon mit vier schwierigen Stürmer angegriffen zu tun gehabt. Okay. So, ich glaube, mein Ding ist wieder abgelaufen. Nö, ist immer noch da. Halt ewig. Diese Statusbooster, die tun alle so lange halten immer. So, Chocobo, mach mal irgendwas. Wird schon Schaden machen, ne? Na, ich weiß nicht, ob ich getroffen habe. So, ausgezeichnet. Blutrausch. Und du auch. Mach den fertig. Er pickt ihn einfach ins Gesicht. So, mein Gott, der Kampf ist ganz schön eine Herausforderung. Also irgendwie nicht, dauert halt nur lange, der hält irgendwie voll viel aus. Muss man nicht mit Cloud reingehen. Ja, sieht man, was passiert, ne? Nein, danke. Geh ich lieber auf Nummer sicher, ja. Dauert nur so lange. So, warte mal, Cloud, wenn du ein Ding hier hast. Aua. Der dauert hier ewig, aber hey, wenn es klappt, ne? So, einmal mich heilen, du als dich, ich heil mich. Ha. Ja, zu weit weg, ne? Bin viel zu schnell. Bin halt Ninja, ne? Ja. Ich wollte mal wissen, was dieser Angriff war. Aber so, kann man mal hier langsam beschleunigen. Aber oh nein, mein Ninjutsu ist mal abgelaufen. Oh, was? Ich habe noch nie gedrückt gehalten. Macht sie so einen Flächenwindangriff. Na oh, komm, mach mal hin. Immer noch so viel aus, ey. Meine Güte, ey. Ich kann ein Gegner so viel aushalten, ey. Ah, ah.
Wie hat er mich da nicht getroffen? Ich noch irgendwas anderes, was irgendwie Eis macht. Irgendwie nicht, ne? Ich merke gerade, wir können gar keine Teamangriffe hier machen. Ne? Irgendwie nicht, ne? Wir haben gar nicht so einen Balken hier, ne? Ich weiß gar nicht, ob der Angriff überhaupt Schaden macht, ey. Mein Gott, ey, der Kampf nimmt hier den ganzen Part ein, habe ich das Gefühl. Aber ey, Cloud scheint die ganze Zeit zu überleben. Und ich hau die ganze Zeit mit ihm hier. Ich hau die ganze Zeit schön hier drauf, also warum nicht, ne? Ich weiß gar nicht, ob der Angriff überhaupt Schaden macht, ey. Der hält mich nur immer schön fern von dem, also. Na, ich hoffe, ich bin nah genug dran. Ich muss den immer noch eine Runde erledigen, ne? Alter. War nicht irgendwie dieser eine starke Angriff? Nee. Ich weiß nicht. So, noch eine Runde daneben. Kein Ding. Was genau hier mit der Fahrtlänge überein? Ich glaube, hat gleich sein Limit erledigt. Voll. So, Cloud, mach den fertig. Kreuzschlag. Buddisch, buddisch. Donk. Der lebt immer noch. So, oh mein Gott. So. Um jetzt nur die beiden Erfahrungspunkte bekommen. Alter. Boah, das hat schon wieder länger gedauert, als es eigentlich wert war. Ne? Ich habe 2 Turbo jetzt bekommen. Cool. So, dann lassen wir das mal. Oh, ich hätte aber gern das. Kämpfen zwei gegen fantastische Entitäten und grausame Gebestien, über die sie gebieten. Ja, komm, den schaffen wir auch noch. Ne? Die waren ja nicht so schwer, die Kämpfe. Ne? Komm, schaffen wir. Ich habe immer noch nicht genug. Oh nein, sind nicht so viele, die sich drehen können. Warum habt ihr einen Countdown? Explodiert er gleich alle oder was? Plasma in Ladung. Aber. Lass mal den Countdown bitte, ne? Aber na toll, ich habe Plasma in Ladung eingesetzt, ist klar. Ich verstehe gar nicht, was sie da sagt. Boshafter Schau. Ja, wo gehst du drauf? Los, Yuffie. Aber lass mich mal. Keine Sorge. Nein. Hier kommt Barrett. Wie schmeckt dir das? So. Da lebt ja noch einer, was? Okay, wer hat gerade Cloud erledigt? Was zum. Ich hoffe, der wird am Kampf. Am Ende wieder belebt, ey. Aber ich brauche den ja gar nicht. Wer das Kampf umfähig? Nein. Ich habe gesehen, wie er da. Okay, wir tun ja sowieso nicht unsere Charaktere in den nächsten Kampf rübernehmen, ne? So, lass mich raten, Bomber. Die tun sich selber erledigen. Nein, okay. Ich habe gedacht, weil wir da gegen Bomber, gegen so explodierende Typen gekämpft haben. Oh nee, nicht. Dieses blöde Ding da. Was zum? Hallo? Kann ich nicht treffen. Okay. Dann gehe ich auf jemand anderen los, ne?
Oh, Leute. Oh Gott, das sind sehr nervige Gegner, nehme ich an, ne? Ey, ich kann euch nicht treffen. Magie kann man machen. Oh mein Gott, ist das ein Spiel, ist das Ding eine Anspielung an den ersten Boss aus Final Fantasy 6? Na, warte, wenn mein Cosmo-Angriff hier gleich fertig ist, ne, dann seid ihr alle dran. Oh, einer mehr erledigt, gut. Weiß nicht wie, aber. Na, komm mal her, Leute. Ja. Aber man kann Ares ihn treffen. Boah. Ja, ihr könnt Synchro-Fähigkeiten einsetzen jetzt. Du wirst nie im Leben allen Angriffen ausweichen. Ha. Ja, ich gehe meine ATB nicht hoch. Okay, ich will mich trotzdem lieber heilen, zur Sicherheit. So, dich kriege ich aber. Ich mache aber nichts an Schaden, leider. Na okay, jetzt bist du dran. Na okay, da war ja... Da war ziemlich chillig. Aero-Krake. Cool. Okay, Effizienz blocken Material. Ohrring. So, oh, das wird aber auch noch ein bisschen. Die Belohnungen sind hier ein bisschen doll. So, lassen wir halt erstmal, ne? Machen wir erstmal, weil ich die Protosubstanz quest und dann können wir ja noch mal hier vorbeischauen. Ich werde nicht mal hochgeheilt hier. Boah. Dann setze ich mich hier mir hin. Pff. Ich bin mir ziemlich sicher, ich kann wieder ein paar Sachen hier leveln. Tippe und Empe. Geil. So, Claudrino. Was geben wir dir denn? Irgendwas hatte ich irgendwie im Sinn, glaube ich. TP, MP, nö. Das wäre nicht schlecht. Ich noch härter zuhauen kann. So, noch jemand? Oh ja, eine Menge Leute. So. Okay, einfach physische Abwehr 35. Mehr Energie beim Feuerstoß Nachladung. Beim Blocken von physischen Angriffen. Läuft auf, wenn ein Gegner in Schockzustand. Ich glaube, ich hätte einfach nur einfach mehr Verteidigung, ne? Ja. Nur mehr Verteidigung. Juffi. Verlittenen Debuffs um 30%. Oh, nicht schlecht. MP Maximum, präzise Abwehr, das setze ich nie ein. Stehen eine höhere magische Attacke, ich tue nicht stehlen. Aber hier ist ein bisschen doof. Reduzierte Dauer von Debuffs klingt nicht schlecht. Warte mal hier noch. Durch Synchro-Aktionen und Synchro-Fertigkeiten, ja, 5%. Ich glaube, ich nehme... glaube ich, nehme die Debuffs. Hier mal so Betäubung oder so was, ne? Fällt darunter. Boah, was? Guck ich mal die Schreibung da oben links an. Die Forscher. So, ich habe nicht genug, ne? Nö. So, mit dir habe ich genug. Durch elementare Angriffe, ja. Halt beim Töten von Gegnern 5% der ATB, auch nicht schlecht. Aber, ich meine, die tut eigentlich schon lang genug halten. Elementarer Schaden durch Elementarangriffe reduziert, ne? Einfach Verteidigung auf alles, ne? Verlängert die Wirkungsdauer. Ich finde, das tut schon voll lange anhalten. MP Heilung, das wäre nicht schlecht. Waffenfertigkeiten, ne? 50% sang ganz leere. Habe ich da nicht schon? Ich habe zweimal, bis er dann 100%.
Ich weiß nicht. Hier auf würde ich, glaube ich, hinarbeiten, oder? Nee. Oder hier in das, was ich. Warte mal mit ihr. So. Verlängert ihr Scheidungsdauer des Magiekreises. Erhöht den Schaden von Sturm, was ich nie benutze. Kampf gesperrt. TP-Effekte um 10%. Das wäre nicht schlecht. Mit dem verteilten Schaden magischer Angriffe bei vollen MP um 10. Das am Anfang des Kampfes nur. Ich nehme an das hier, ne? Einfach nur, damit ich hier auf hinarbeiten kann, ne? Okay. Und da war's. Gut. Dann geben wir noch unsere Goldpunkte aus, ne? Für mehr Souvenirs, die wir ausstellen können, ne? Bei Johnny. Nehme ich an. Beim nächsten Mal machen wir dann schön die Protosubstanz-Quest, ne? Würde ich sagen. So, holen wir uns erstmal die Karten. Ich finde die Karten haben eher. So, hey! Da war vorher nicht her. Mal sagen, leicht gemacht. Hallo. Und dann soll hier jetzt letztens erst hinzugefügt, oder? Immer so ein Schokobo-Plüsch hier. Nein, das ist doch eine Karte. Genau, Schokobo-Rennen gibt es, glaube ich, auch irgendwie jetzt was Neues hier, ne? So, jetzt können wir gleich wieder bei KZF hier nachschauen, was der ja so leveln kann. Gibt es ja eigentlich was Neues mittlerweile? Ich glaube nicht, ne? Nö. Okay. So, direkt mal hier mein Kitzel wieder ausgeben. Ne? Ja, was mache ich denn? Ich weiß gar nicht, was ich mit ihnen überhaupt anfangen soll. ATB am Anfang, da wäre nicht schlecht. Blocken. Na. Ich weiß nicht. Wenn man das hier ATB, man kann ja schnell den Mogri rufen, ne? Okay, gut, dann würde ich sagen, wir machen beim nächsten Mal, obwohl wir müssen auch noch Blut der Königin hier ein bisschen machen, ne? Glaube ich. Müssen wir auch noch mal machen. Genau, so viel zu tun hier, ne? Und die Gegner, die muss ich auch noch mal erledigen hier in den Kämpfen. Die Bonusvoraussetzungen und so. Ach. So viel zu tun, so wenig Zeit. Also doch, Zeit ist eigentlich gründlich da, aber trotzdem so viel zu tun. Uns fehlen nur noch 4 Sachen. Ich weiß gar nicht, ob diese Bonus, doch, ich glaube, die Bonusvoraussetzungen in den Kämpfen zählen auch dazu, ne? Also 2 davon, die Protosubstanz. Quest, ich weiß es nicht. Ja, oder ich glaube, ich krieg gar nichts, ich weiß es nicht. Ich werde es mal versuchen auf Screen irgendwann, aber jetzt nicht. Gut, dann möchte ich aber sagen, ich mache hier am Feierabend, ich überlege mir schon, was ich nächstes Mal machen kann, ne, wird schon irgendwas sich finden lassen. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ihr hinterlasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar, das würde mich sehr freuen. Ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao.